Eine Frau ging in die Apotheke, ging direkt auf den Apotheker zu, schaute ihm direkt in die Augen und sagte: Ich möchte gerne Cyanid kaufen. Warum um alles in der Welt brauchen Sie Cyanid? Ich brauche es, um meinen Mann zu vergiften. Ich kann Ihnen kein Cyanid geben, um Ihren Mann zu vergiften. Das ist gegen das Gesetz, dann würde ich meine Lizenz verlieren. Sie würden uns beide ins Gefängnis stecken und alle möglichen schlimmen Dinge würden passieren. Also es tut mir leid, auf gar keinen Fall kann ich Ihnen das geben. Die Frau griff in ihre Tasche und holte ein Bild ihres Mannes heraus, der mit der Frau des Apothekers im Bett lag. Der Apotheker schaute sich das Bild an und antwortete: Oh. Ja, das ist was anderes. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie ein Rezept dafür haben.